herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Jo Leute, lang ist es her, dass mal wieder ein Video kam. Deswegen möchte ich in diesem Video ein kurzes Statement dazu geben, warum das so ist, warum die ganze Zeit keine Videos kamen. Aber ich wurde weggenommen. Ach Gott, jetzt geht das wieder los, ey, unfaire Team. Wow. Nee, ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme. Meine Motivation für Brickforce ist im Moment mal wieder auf einen absoluten Niedrigpunkt. Und solange das so ist, möchte ich euch keine Videos präsentieren, weil es ist einfach so, wenn ich etwas Let's Player, woran ich keinen Spaß habe und die Map ist richtig scheiße, richtig unfair, aber gut, ich halte das jetzt einmal durch. Wenn ich euch etwas präsentiere, beziehungsweise Videos liefere, an dem ich persönlich keine Freude habe, an denen... Oh, jetzt ist die Waffe und ab. GG. Kriege ich wenigstens ein. Also wenn ich euch etwas präsentiere, wo ich keinen Spaß persönlich dran habe, wenn meine Laune einfach für ein Spiel im Keller ist, dann mache ich Let's Plays, die sind wirklich traurig. Da habt ihr selber auch keinen Spaß am Zuschauen. Ich möchte ja dafür sorgen, dass ihr, wenn ihr zuschaut, dass ihr lachen könnt, dass ihr... Ja, generell, dass ihr, wenn ihr meine Let's Plays seht, dass ihr dann vielleicht ein bisschen glücklicher werdet. Was weiß ich, ist mir ziemlich egal. Aber ich möchte euch gute Videos liefern und momentan habe ich einfach keinen Kumpel, mit dem ich aktiv Brickforce zocken kann. Meine Motivation ist leider gerade einfach an einem absoluten Niedrigpunkt, weil ich habe keinen Kumpel, der mit mir zockt, allein deswegen schon. Und ja, ich habe einfach gerade keinen Spaß mehr. Und ja, ich möchte das jetzt ganz kurz nutzen, dieses Special zu meiner 8 Millionen, was ich mega episch finde. Möchte ich einfach nochmal nutzen, um das zu erklären. Wie gesagt, solange ich meinen Spaß an Brickforce nicht wieder habe, solange meine Motivation für Brickforce einfach nicht die beste ist, werden auch jetzt weiterhin nur vielleicht ein Brickforce-Video die Woche kommen müssen. Und ich möchte, also wie gesagt, wem das nicht passt, tut mir wirklich leid. Aber YouTuber sein heißt, dass ich etwas spiele, worauf ich Lust habe und mich nicht zum Spielen zwingt. Deswegen ist für mich dieses Video auch persönlich ein bisschen wichtig, wie gesagt. Diese eine Runde jetzt, das ist halt meine 8 Millionen Runde, deswegen mache ich das jetzt auch, aber... Das ist sowas. Ich wurde schon wieder weggenommen. Wo ist denn da der Spaß? Ich krieg nur Nades ab. Wenn ich wenn ich wenigstens einen Kumpel hätte. Aber nein, kein einziger Kumpel, der liebe Happy hat gerade Prüfungen, muss lernen wie Sau. Und kann deswegen nicht mit mir zocken. Finde ich nicht schlimm. Dunkel hat GTA 5. Ein absolut geiles Game, Alter. Verstehe ich vollkommen, dass du das überzockst als Brickforce. Aber wie gesagt, für mich ist es halt scheiße, weil alleine macht für mich Brickforce persönlich keinen Spaß. Und ich hoffe, ihr versteht das auch. Dass ich einfach momentan nicht so die Motivation für Videos habe. Wie gesagt, andere... Ich habe momentan so viel... Okay, das war's eigentlich auch schon mit meiner 8-Billionen-Runde. 660 und... Jawohl! Passt super. Gut, denn... ich möchte mich nochmal erstmal jetzt wieder bedanken fürs Zuschauen, aber ich muss noch ein bisschen labern. Weil, wie gesagt, ich habe einfach so viel Spaß gerade, zum Beispiel mein Real Life. Was nimmt gerade einen so großen Teil ein? Ich treffe mich fast jeden Tag mit meinem Real Life Bro. Gut, dann zocken wir zwar auch zusammen, aber dann sitzen wir draußen in der frischen Luft, zocken zusammen Monster Hunter 4, schlendern durch die Gegend, lässern über die alte Oma ab, die uns wieder böse Blicke zuwirft. Und das macht mir so viel Spaß. Da habe ich so viel mehr Gutes zu tun, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, Brickforce zu spielen, mal im Ernst. Das ist so schön einfach. Wenn Brickforce wieder Spaß macht, beziehungsweise wenn ich wieder mal Freude habe am Game, dann werden natürlich wieder sofort Videos kommen, im 2-Tage-Abstand oder täglich. Und ich bitte, dass ihr mir das wirklich verzeiht, aber momentan habe ich null Motivation. Ich kann es immer wieder betonen, Moment. Wenn ich mal wieder Lust habe, werde ich auch dann ein Video aufnehmen. Das wird sehr lustig werden, denn ich habe gerade Praktikum im Kindergarten und ich kann euch sagen, da ist schon einiges Lustiges passiert. Ich habe schon einiges Lustiges erlebt. Und deswegen, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken an alle, die das Video bis jetzt geschaut haben. Das ist für mich persönlich wichtig, dass ihr das gesehen habt, damit ihr mich persönlich auch versteht. Ihr habt schon an der Begrüßung gemerkt, die war nicht so flops wie dir, so fröhlich wie immer. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass ihr mir verzeihen könnt, wenn ich jetzt in nächster Zeit wirklich kaum Videos bringen werde. Vielleicht, ich werde wahrscheinlich noch South Park Stick of Truth aufnehmen, weil bei dem Spiel muss ich mich nicht zwingen aufzunehmen. Das macht mir Spaß. Und bis dahin würde ich einfach mal sagen,
Vielen Dank fürs Schauen nochmal. Wem es gefallen hat, na gut, wem gefallen, schon schlechte Nachrichten. Ihr könnt trotzdem ein Abo dalassen. Ich verspreche, dass ich zumindest etwas aktiver werde und zumindest öfters mal South Park hochlade. Ich muss nochmal auf das Let's Play hinweisen. Guckt es euch wirklich an. Ich hau bei dem Spiel auch ziemlich viel Herzblut rein. Das Spiel ist einfach absolut geil. Gut, Leute, bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.